Leute, ich begrüße euch zu Tag 1 von Woche 3 Size Zero. Ja, heute ist Dienstag und meine Woche 3 hat gestartet. Und ja, bisher geht es mir ganz gut. Ab heute fallen etwas Kohlenhydrate weg. Und ich hoffe, dass dann auch mit dem Gewicht etwas passiert und ich anfange abzunehmen. Aber ich habe jetzt auch keinen Hunger gehabt oder so. Ich bin bisher satt geworden, habe jetzt drei Mahlzeiten zu mir genommen und einen Shake. Apropos, den wollte ich euch eigentlich zeigen. Ich habe jetzt von dieser holländischen Seite, hatte ich euch ja im letzten Video gezeigt, als ich es online bestellt hatte, habe ich jetzt geliefert bekommen. Habe ich auch in Instagram schon mal gepostet, könnt ihr auch da mal vorbeischauen. Und da hatte ich heute jetzt im Büro probiert das Chocolate Coconut Bounty. Und es hat richtig gut geschmeckt mit Milch, hat wirklich geschmeckt wie Bounty, war echt lecker, hat sich sehr gut trinken lassen. Und das ist ja auch ein Isolat gewesen und sehr günstig. Und das kann ich euch ja jetzt auch nochmal verlinken in der Infobox. Im letzten Video hatte ich es euch auch verlinkt. Müsst ihr euch halt mal ein bisschen durchklicken, weil es auf Holländisch ist. Aber ist ganz gut, kann ich euch nochmal zeigen. Jetzt ist schon Abend, vielleicht, ja, einen anderen Tag, weil jetzt will ich trainieren und ja, es ist schon spät. Aber in der Woche zeige ich es euch auf jeden Fall nochmal. Und ja, wie gesagt, ganz gut. Heute Abend habe ich jetzt einen Putensteak gegessen und habe mir Salat gemacht mit allem Möglichen drin, Paprika und Gurke und Radieschen und gekochten Eiern und so. Und das habe ich zu Abend gegessen und jetzt ist 8:45 und ich werde jetzt trainieren. Und was ich noch sagen wollte, ich habe ja heute das Video hochgeladen von Woche 2. Und der Lisa, hallo, ist aufgefallen zuallererst, anderen Mädels natürlich auch, dass meine Pommes nicht aus Kohlrabi waren, sondern aus Sellerie oder Sellerieknolle oder wie auch immer das heißt. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin nicht so der Gemüsefan. Also ich esse sehr, sehr wenig Gemüse und interessiere mich auch nicht so dafür und koche es auch nicht wirklich. Also ich esse jeden Tag Salat und ich esse sehr, sehr viel Salat. Also sprich normalen grünen Salat. Ich esse jeden Tag Paprika, gelbe. Auch wenn ich kein Size Zero mache oder so. Also ich esse jeden Tag Paprika oder Gurke, Gurkensalat. Mit Schafskäse oder sowas, auch wenn ich nicht im Programm bin, immer. Also ich esse halt vorwiegend Salat und nicht so warmes Gemüse oder irgendwas. Zucchini esse ich als mal ganz gern. Das mache ich als mal in eine Lasagne oder so rein oder in Hackfleisch oder sowas oder in geschnetzeltes. Und grüner Spargel natürlich. Ja, aber Sellerie. Und Kohlrabi habe ich noch nie gekauft. Und ich wusste nicht, wie das aussieht. Und im Supermarkt habe ich eben geschaut, was sieht nach irgendwas aus, was ich nicht kenne. Habe was gesehen und an dem Schild stand auch Kohlrabi. Wahrscheinlich gab es dann doch noch irgendwas anderes. Oder das Schild hang falsch. Oder ich war einfach nur blind oder keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall das Falsche gekauft, weil ich habe dann direkt, als die Lisa mir das geschrieben hat, gegoogelt nach beiden Sachen, wie es aussah, und habe dann gesehen, ja, nee, das war kein Kohlrabi, wo ich hatte, das war eine Sellerieknolle. Und vielleicht hat es auch deswegen so extrem geschmeckt, weil ich glaube, oder jetzt auch viele Mädels mir geschrieben haben, dass Sellerie einen viel intensiveren Geschmack hat als Kohlrabi. Von daher werde ich mich vielleicht nochmal rantrauen, weil so richtig geschmeckt hat es mir ja nicht, an Kohlrabi vielleicht nochmal rantrauen und werde vielleicht die Tage nochmal versuchen, eine richtige Kohlrabi zu kaufen. Also vielen Dank an die Mädels, die mich aufgeklärt haben, dass ich ja gar keine Kohlrabi-Pommes gegessen habe, sondern Sellerie-Pommes. Passiert halt, ne? Aber wie gut, dass ich dafür ein Video mache. Wenn ich euch nicht hätte, hätte ich es nie erfahren. Und ja, von daher war es das jetzt für heute. Tag 1. Ich werde jetzt etwas trainieren und ja, dann werde ich duschen und dann werde ich ins Bett gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut. Hi Leute, heute ist Woche 3, Tag 2 und ich war gerade einkaufen im Lidl und ich habe es geschafft, Kohlrabi zu kaufen. Ich weiß jetzt, was Kohlrabi ist und ja, ist mir ja schon etwas peinlich, aber naja, man kann ja auch nicht alles wissen, ne? Und ich habe jetzt Kohlrabi gekauft. Hier, gerade im Kühlschrank. Das ist Kohlrabi für vielleicht jemanden, der es noch nicht weiß, so wie ich. Das ist Kohlrabi.
Und das, was ich vorher hatte, war eine Sellerieknolle. Sah auch irgendwie aus wie eine Knolle, aber ich hatte auch noch nie Sellerie. Und jetzt habe ich mir nur eine geholt und jetzt werde ich mal versuchen, daraus Mausi, daraus Pommes zu machen. Vielleicht schmeckt es dann besser. Ich mache den Kühlschrank zu. Vielleicht schmeckt es dann besser. Ja, also auf jeden Fall habe ich jetzt Kohlrabi gekauft. Ich weiß, was Kohlrabi ist. So, und heute ist noch was geliefert worden, was ich bestellt habe. Und zwar habe ich mir so eine Trainingsshort bestellt. Und zwar habe ich die bei Amazon bestellt. Und zwar ist das von Under Armour. Vielleicht kennt ihr die Marke, die gibt es eigentlich nur in Amerika. Hier in manchen Läden auch schon zu kaufen, aber relativ teuer. Aber ich bestelle die Sachen dann meistens bei Amazon. Da gibt es dann hin und wieder auch mal ein bisschen günstigere Sachen. Und ja, leider gibt es das hier nicht zu kaufen. Ich mag die Sachen total. Ist ausschließlich so eine Sportmarke. Und ja, die Sachen sind einfach immer in einem total tollen Stoff. Und ja, also das mag ich einfach total. Und ich habe mir da jetzt eine Hose bestellt. Das ist so eine Short. Also die ist nicht ganz so kurz. Die hat auch ein bisschen Bein. Ich mag dann nicht so richtig Hotpants-mäßig, aber ich wollte trotzdem eine Short und keine so bis zum Knie. Aber die hat trotzdem, wie ihr sehen könnt, hier so ein bisschen längeres Bein. Hat einen weiten Bund, also einen breiten Bund, was ich auch sehr mag. Dann schneidet es nicht so in den Hüftspeck rein. Und ja, so heißt die. Ich kann euch das auch dann gerne verlinken. Ich habe jetzt mal Größe M habe ich genommen. Also hier, das ist dann Größe M. Ich habe sie schon mal kurz anprobiert. Passt perfekt. Also wenn ich jetzt noch abnehme, dann ja vielleicht nicht mehr. Aber momentan passt sie wirklich perfekt. Und das kann ich sehr gut gebrauchen, weil alle meine sind mir eigentlich eher zu groß. Und die rutschen mir dann runter beim Sport, weil ich eher nur so normale Shorts habe, so kurze, also weite und keine enge. Und ja, das ist wirklich gut. Die hat 25 € gekostet, aber finde ich geht. Also zahlt man ja bei Nike oder so ja auch. Und dann habe ich mir noch so ein Headband gekauft, weil meine Haare mich auch immer total abnerven. Auch wenn ich einen Zopf habe, aber die Haare fliegen mir irgendwie trotzdem dann immer raus, weil mein Pony ein bisschen kürzer ist und stört mich auch total. Und jetzt habe ich hier so ein, ja, so ein Headband heißt das. Ich glaube, das hat gerade mal 5 € gekostet. Ich habe es noch nicht ausgepackt, aber das ist hier so ein Dreierband. Also das sind jetzt nicht einzeln. Ich glaube, das ist eins. Da steht hier oben halt Under Armour, dann ist ein weißes und dann ist dieses Zeichen mit dabei. Und ja, also das habe ich jetzt gerade vorgestern bestellt und heute ist es schon gekommen. Und ja, das ist auch neu. Heute ist Woche 3, Tag 3. Ich rede mal ein bisschen lauter. Ich stehe hier an der Küche am Herd und zwar koche ich gerade. Irgendwie ist die Woche wirklich nicht viel passiert. Ich habe ultra den Stress, ja, überall und den ganzen Tag und ich komme zu nichts irgendwie und auch nicht großartig zum Filmen. Aber es ist auch wirklich nicht wirklich was passiert. Ich esse wie immer nach Plan. Ich mache Sport nach Plan. Gestern Abend das erste Mal, beziehungsweise auch vorgestern, das erste Mal nach neuem Plan. Aber gestern wieder was anderes wie vorgestern. Da ist man, man kriegt ja immer alle 2 Wochen neue Pläne. Und bei mir ist dann so, ich muss kurz mein Fleisch wenden. Und bei mir ist dann so, ich habe nach 2 Wochen dann gerade mal den Plan so auswendig, ne, und weiß, was ich machen muss, ohne großartig nochmal so drauf zu gucken und kenne die Übungen. Und dann habe ich es gerade mal so drauf und dann kommen neue Übungen. Ja, alle Shakes habe ich auch getrunken bisher und jetzt mache ich mir gerade so Putenfleisch und mal wieder Spargel. Da muss ich mal kurz nach den Spargeln gucken. Ja, geht. Und ein bisschen Spargel, das würze ich dann wieder so mit Chili und Knoblauch, genau, Knoblauch, habe ich vergessen, Knoblauch. Habe ich jetzt keinen frischen da, nehme ich immer hier, so Knoblauch. Das kommt dann noch rein. Und ja, das war's. Hi Leute, ja, was ihr hier sehen könnt, soll ein Avocado-Dip werden. Sieht noch ein bisschen komisch aus, ich habe es noch nicht verquirlt. Weiß auch nicht, ob es erlaubt ist im Programm so genau, aber ich wollte es einfach mal nachmachen. Und zwar hat das der Chris, beziehungsweise Chris Karl, den kenne ich auch noch von letztem Jahr, als ich Style Zero gemacht habe. Er ist ja auch Supporter und auch Personal Trainer von I Love Personal Training und auch für Style Zero zuständig. Den könnt ihr auch immer anschreiben, wenn ihr Fragen habt. Das hatte ich ja auch schon mal in einem Video erwähnt und ihn da euch auch schon mal vorgestellt. Er hat jetzt seit kurzem auch einen YouTube-Kanal, wie sich nennt, Chris Karl, so wie er auch heißt. Verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Hat bisher schon
drei Videos hochgeladen, die echt super sind und da könnt ihr bei ihm auch mal vorbeischauen. Und er hat jetzt letztens dieses Rezept hochgeladen und zwar ist das so ein Dip, jetzt gerade gut für die Grillsaison und zwar ist da eine Avocado drin, Kräuterquark, Light, Senf, Olivenöl, Salz und Pfeffer und eine Knoblauch habe ich jetzt noch reingemacht. Mal gucken, wie es schmeckt. Ich probiere es einfach mal aus. Und das genaue Rezept bzw. auch die Rezeptangaben könnt ihr euch ja bei ihm aus dem Video holen. Ich verlinke euch einfach sein Video. Da kommt ihr dann auch auf seinen Kanal. Schaut bei ihm auf jeden Fall auch mal vorbei. Und das probiere ich jetzt. Ach, und übrigens probiere ich es jetzt heute mal mit Kohlrabi aus. Ich habe ja jetzt Kohlrabi gekauft, letztes Mal war es ja Sellerie, das werdet ihr jetzt mittlerweile mitbekommen haben. Ja, man kann ja auch nicht alles wissen im Leben, ne? Und jetzt habe ich nochmal hier Kohlrabi-Schnitzel gemacht und probiere jetzt da nochmal Pommes draus zu machen, würze ich gleich nochmal. So sieht das jetzt fertig aus. Ich habe so drei Putenspieße, dann hier meine Kohlrabi-Pommes sehen auch ganz gut aus und ja, hier der Avocado-Dip von Chris. Und jetzt esse ich, ach ja, und ich habe noch ein bisschen Paprikasalat, genau, weil ich nicht weiß, ob mir das wirklich schmeckt und dann habe ich mir noch ein bisschen gelbe Paprika gemacht. Mahlzeit! Hi Leute, heute ist Woche 3, Tag 5 und ich habe gerade zwei Videos gedreht und ja, dachte ich erzähle euch ein bisschen was über die Woche. Bisher ist nicht so viel Spannendes passiert, hatte ich euch ja gestern schon erzählt. Habe euch ein bisschen Essen mal abgefilmt, ansonsten läuft alles gut. Heute ist ja Samstag und ich habe etwas länger geschlafen, deswegen habe ich sehr spät mein Frühstück zu mir genommen. Muss ich mal schauen, wann ich jetzt zu Mittag esse, weil nie eine Mahlzeit auslassen, ne? Ist ganz wichtig und von daher werde ich jetzt ein bisschen später zu Mittag essen und dann mal sehen mit dem Abendessen. Und ja, ansonsten geht es mir wirklich gut. Heute ist dann wieder ein bisschen Sport angesagt und ja, was soll ich, Rico, was soll ich erzählen? Ich habe mich auch immer noch nicht gewogen, aber ich habe mich gestern mal kurz gemessen, zumindest meine Oberschenkel, weil ich hatte die Woche wirklich sehr, sehr viel auch mit den Oberschenkeln gemacht und wirklich es gespürt und dachte irgendwie, ich sehe schon ein bisschen, könnte passiert sein. Auch am Bauch morgens sehe ich schon, dass er um einiges flacher geworden ist. Sieht zumindest morgens immer so aus, aber auch nur morgens. Und ich habe nur meine Oberschenkel abgemessen und da waren es jetzt ein bisschen über 1 Zentimeter weniger. Ist nicht viel, aber immerhin etwas, ne? Das heißt, es ist ein bisschen was passiert an meinen Oberschenkeln, was ich sehr gut finde, weil meine Oberschenkel haben es auch nötig, dass da ein bisschen was noch wieder weggeht an Speck, ne? Und ja, aber den Rest habe ich dann nicht abgemessen. Ich dachte dann, nee, du wartest jetzt einfach noch ein bisschen. Ich möchte nicht so ungeduldig sein und auch nicht so wie letztes Mal jeden Tag wiegen, alle 2 Tage messen oder so. Ich gebe mir da einfach ein bisschen Zeit. Ich mache ja alles nach Plan, von daher ja, bin ich da ganz zuversichtlich und will mich da auch nicht so unter Druck setzen. Und auch weil ich diese Videos drehe, bin ich ja schon für mich so ein bisschen unter Druck, weil ich ja weiß, ich drehe ja alles so für die Öffentlichkeit und ich will ja auch was abliefern am Ende, weil ich das doch mit euch teile, keine Ahnung. Und aber ich weiß ja auch von letztem Mal, dass es am Anfang wirklich ein bisschen langsamer und schwerer ging und zum Ende hin wirklich viel passiert ist. Ja, deswegen, ich möchte mich jetzt auch nicht rechtfertigen oder so, muss ja auch gar nicht sein. Ich möchte euch einfach nur sagen, falls ihr das von mir erwarten solltet, dass ich mich ständig wiege oder abmesse oder sowas, das mache ich einfach nicht, weil es für mich einfach nicht so gut tut, weil ich mir letztes Mal schon gesagt habe, das sollte ich nicht tun, es aber nicht geschafft habe, aber jetzt dieses Mal versuche, mich daran zu halten, mich nicht ständig zu wiegen. Von daher, ihr werdet irgendwann auf jeden Fall meine Ergebnisse und Resultate und Gewicht und Zentimeter und sowas erfahren, aber jetzt nicht alle paar Tage oder wöchentlich. Aber mich hat es jetzt schon gefreut, immerhin einen Zentimeter oder ein bisschen mehr wie 1 Zentimeter an den Oberschenkeln verloren zu haben. Das freut mich ja jetzt schon mal. Da sehe ich dann, es läuft, ne? Ein bisschen was passiert. Und so geht es mir auch wirklich sehr gut. Diese Woche sind ja jetzt, also ab Woche 3, sind ja jetzt einige Kohlenhydrate weggefallen. Auch damit geht es mir gut. Ich vermisse es auch nicht. Ich werde auch satt. Ich bin wirklich immer satt und gut satt. Ich habe
nie Hunger. Ja, von daher komme ich auch mit den wenigen Kohlenhydraten zurecht. Und ja, deswegen dachte ich, erzähle ich euch kurz mal was. Jetzt ist natürlich Ostern, es ist nicht ganz so einfach. Gestern hatte mein Schwiegervater Geburtstag, da gab es Kuchen. Morgen gibt es Kaffee und Kuchen mit der Family bei uns und am Montag auch nochmal bei der Family. Das ist natürlich, auch wenn ich es wirklich nicht vermisse und auch wirklich bisher gut durchstehe mit so Süßigkeiten und Kuchen und so, ist natürlich Ostern jetzt relativ hart. Ich habe auch sehr viel, oder das heißt sehr viel, ein paar Süßigkeiten ja für meine Tochter gekauft, für ihr Osterkörbchen und jetzt stehen hier die ganzen Milka-Hasen rum, auch für die Family. Und ja, das ist natürlich. Da würde ich schon gerne, ne? Und wenn man dann so Sachen einkaufen muss und sich denkt, ich kann nichts essen, aber ich kaufe mir auf jeden Fall einen Osterhase, den ich mir dann aufhebe und in 7,5 Wochen oder nicht mehr ganz, kann ich dann diesen Osterhase essen. Das mache ich auf jeden Fall, da mache ich nachträgliche Ostern für mich. Und ja, von daher würde ich sagen, räume ich jetzt mal auf, weil ich gerade 2 Videos gedreht habe und dann sehen wir uns bestimmt morgen wieder. Heute ist Ostersonntag. Ich wünsche euch an dieser Stelle frohe Ostern und ich hoffe, ihr feiert schön und genießt die Schokolade und den Kuchen. Ich muss stark bleiben. Für mich gibt es dann, wenn nur sowas. Hier sind meine ganzen Isolate. Hier hinten das Royal. Hier, das wollte ich euch ja noch mal zeigen. Genau, das ist das Coconut Bounty, wo ich bei Body and Fit bestellt habe. In Holland und hier hinten ist das Vanille. Das habe ich jetzt schon mal probiert, aber das werde ich ja teilen. Und genau, hier hinten ist das Royal Whey, das kennt ihr ja auch, was man mit Wasser mischt. Und hier mein Coconut Bounty, hier ist mein Portionierer fürs Geschäft, mein Fitnessguru, hier mein großer Shaker. Und ja, auf die Fitnessguru-Lieferung warte ich jetzt noch. Ich habe nämlich jetzt fast nichts mehr von Fitnessguru, nur noch 2 Proben. Und ja, ich habe auch viele Süßigkeiten hier für meine Tochter, Osternestchen und hier noch was. Und vorne habe ich auch noch Schokolade. Und heute Mittag kommt dann die Family zum Kaffee. Und ich habe heute oder eben gerade einen Erdbeerkuchen gemacht. Da ist noch der Ring außenrum wegen dem Tortenguss. Mit so Paradiescreme Vanille drunter. Also das ist so ein fertiger Biskuitteig. Und dann Paradiescreme Vanille. Und Erdbeeren drauf und dann habe ich noch Schlagsahne dazu. Und hier vorne, gerade aus dem Ofen gekommen, haben wir einen Apfelkuchen auf dem Blech. Das ist so einfach ein Rührteig gemacht mit Apfelkuchen, so in Scheiben gelegt. Und dann habe ich noch Vanille drauf gemahlen und Mandeln drauf. Und ja, das gibt es dann später für alle, außer für mich. Aber was soll's, ne? Dafür habe ich jetzt gerade Salat gegessen mit Garnelen. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch frohe Ostern, falls wir uns heute nicht mehr sehen. Ich versuche den Tag gut durchzustehen und keine Süßigkeiten zu essen. Aber ich zeige mich dann später nochmal oder wenn alle weg sind, wie der Tag so war. Hi Leute, so heute ist Ostermontag und ja, ich habe jetzt Ostern rumgebracht. Ich hatte euch ja gestern meine 2 Kuchen gefilmt und die Family war da und allen hat der Kuchen sehr gut geschmeckt und ich saß dann am Kaffeetisch und habe meinen Bounty Whey Shake getrunken und noch einen Tee. Und habe halt zugeschaut, wie sie meinen Kuchen gegessen haben. Und heute war dann nochmal Kuchen bei der Family. Das war ein bisschen hart, weil da gab es dann auch noch 2 meiner Lieblingskuchen. Und ich war dann ehrlich gesagt froh, als der Tisch abgeräumt war und ich den Kuchen mir nicht mehr länger habe ansehen müssen. Und habe auch da dann nur Tee getrunken. Ja. Es war sehr hart, vor allem meine Tochter hat Unmengen von Süßigkeiten und Schokoladennester und so weiter geschenkt bekommen. Und das steht jetzt alles daheim in der Küche. Ich habe alles so zusammengeschüttet, dass sie ja auch nicht drankommt. Ja, und jetzt sehe ich das jeden Tag. Also ein bisschen was werde ich mir davon aufheben, weil für sie ist es definitiv zu viel. Werde ich mir ein bisschen was aufheben und in 7 Wochen werde ich dann ein paar Ostereier und ein paar Osterhasen verschlingen. Und ja, ich habe jetzt auch die Woche sehr gut rumgebracht. Ich war heute vor dem Café mit einem Kumpel von mir im McFit. Der ist dort angemeldet. Und dann habe ich mir das mal angeschaut.
Ich bin zwar in einem Fitnessstudio, aber manche Sachen stören mich da so ein bisschen. Ich schaffe es zwar zeitlich sowieso fast nicht, aber ob ich jetzt da oder da angemeldet bin, ne? Deswegen dachte ich mir, schaue ich mir mal McFit an, weil ich die aus den ganzen Videos her kenne und ganz cool finde eigentlich und wusste nicht, dass der bei uns jetzt umgebaut ist und auch recht cool ist und sogar günstiger wie mein Fitnessstudio. Ich meine, in den 10 Wochen kann ich jetzt eh kaum gehen. Aber vielleicht danach ja wieder, was ich hoffe und mir auch vornehme. Und dann habe ich mir das einfach mal angeschaut mit ihm. Ich werde jetzt die Woche dann nochmal ein Probetraining machen, weil man zwei machen darf. Ich habe auch einen kleinen Booster genommen, hat er mir was gegeben davor. Also das Training war echt cool gewesen. Ich habe relativ viel Kraft gehabt und bin auch deswegen jetzt sehr am Arsch, um es mal so zu sagen. Mir tut jetzt schon alles weh. Ich will gar nicht wissen, was für Muskelkater ich dann morgen habe. Ja, weil das merkt man. Während dem Training hab ich wohl mehr Kraft gehabt und mehr machen können und mehr Power gehabt als normal, vielleicht ohne den Booster, obwohl ich wirklich sehr, 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 sehr wenig genommen habe. Er hat mir was gegeben und sehr, sehr gering dosiert, weil ich da ein bisschen ängstlich noch war, aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Und also was ich genommen habe, kann ich euch jetzt leider auch noch nicht sagen. Vielleicht habe ich da irgendwann mal mehr Erfahrung und dann werde ich die auch mit euch teilen. Das war das, was ich heute so erlebt habe. McFit Probetraining, Kaffee überstanden und ich habe mich heute Morgen dann extra mal gewogen und gemessen, damit ich dann doch mal so weiß, jetzt nach Woche 3, ob was passiert ist. Und ich habe jetzt so knapp 1,5 Kilo abgenommen. Noch nicht so viel, aber naja, ich habe noch 7 Wochen vor mir. Ich habe mich aber auch gemessen und ich habe jetzt, jetzt muss ich überlegen, so an den Oberschenkeln waren es, glaube ich, 1,5 cm, an der Hüfte waren es, glaube ich, 1 oder 2 cm und an der Taille 1 oder 2. Also eins von beiden, das weiß ich jetzt nicht mehr, entweder Taille oder Hüfte, 1 oder 2. Also ich habe bei beidem was verloren, sagen wir mal so. Ich kann mich jetzt, weiß aber gerade nicht mehr genau, wo was war. Brust war, glaube ich, auch 1 cm und Arme nichts. Aber man sieht, es tut sich was. Ich habe an Umfang immerhin verloren. Ich merke es auch wirklich stark an meiner Jeans und an meinem Bauch. Wenn ich mir den morgens anschaue, ist der flacher. Und ja, das nur mal so, dass ihr mal doch ein Resultat oder so ein Ergebnis nach Woche 3 von mir habt. Und ich würde sagen, ich habe jetzt lang genug geredet. Das war jetzt mein Videotagebuch zur Woche 3. Ich zeige euch hier, verlinke ich euch die beiden Videos, Videotagebuch Woche Nummer 1 und Nummer 2. Schaut da einfach auch nochmal vorbei und hier könnt ihr mich abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt und mich nicht kennt. Und ja, dann freue ich mich darüber und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.